Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit Marius Golf. Tom und Marius sind schon unten bei uns im Ladenverkauf. Die fangen schon an. Kurz ein paar organisatorische Sachen. Haben jetzt nur noch ein paar Wochen bis zur Essen Motorshow. Das heißt, jetzt müssen wir wieder anfangen, aktiv zu werden. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Aber sowohl Marius als auch ich mittlerweile ganz tief drin in dem Elterngame. Das heißt, es kommt einfach immer wieder anders, als man denkt. Und es ist halt einfach auch schön, wirklich, muss ich wirklich von Herzen sagen, es ist schön, mit den Kleinen auch ein bisschen Zeit zu verbringen. Deswegen kommt die Essen Motorshow so wie jedes Jahr überraschender als eh und je. Es ist theoretisch egal, ob die Autos da fertig stehen oder nicht. Uns geht es bei der Essen Motorshow ja nur darum, euch zu zeigen, was wir das ganze Jahr über gebaut haben, euch zu zeigen, was ihr euch in den Videos angeschaut habt und damit ihr das Ganze am Ende bewerten könnt und für euch entscheidet, ja, ist geil oder ist nicht geil. Also, wir haben uns entschlossen, den Golf wieder in den Ladenverkauf zu holen, jetzt nochmal kurz vor der Messe, weil wir da einfach deutlich schneller und besser an beiden Autos gleichzeitig arbeiten können. Also, guckt nicht zu viel auf die Limo im Ladenverkauf, da sind wir gleichzeitig auch am Buckeln. Das heißt, Marius macht den Golf, ich mache die Limo. Ja, was machen wir? Es geht heute um das Thema Turbolader. Ihr habt ja schon mitbekommen, Marius Golf hat einen größeren Lader bekommen. Und der wird jetzt angepasst und dann werden noch ein paar Rohre gebaut. Aber erstmal kriegen die Jungs einen Kaffee. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal in die Kommentare reinschreiben, wer von euch alles zur Essen Motorshow kommt. Marius und ich haben uns überlegt, wir werden von Freitag bis Sonntag ab 16 Uhr auf jeden Fall immer bei uns am Tresen sein. Wir machen so ein kleines Meet and Greet. So, okay. Herr Wehmeyer nimmt immer Milch. Eigentlich müsste ich Tom hier so einen kleinen... Mal so einen kleinen Jackie in den Kaffee reinkippen, mal gucken, ob er es merkt. Wollen wir uns den Spaß mal gönnen? Also. Ich glaube, damit das nicht zu schnell rafft, dürfen wir nicht zu viel reinmachen. Ich glaube, das reicht schon. Also, Tasse für Tom ist eine fiese Nummer, ich weiß, aber muss er durch, der Kleine. Meine Tasse, Marius Tasse. Und jetzt geht's ins Lager. Kaffeeservice. Was hast du denn hier? Neue Kaffeebrühe. So, hast du gut gefrühstückt hier? Nee, wird noch Zeit. Du kannst ja schon mal zum Burger King fahren, oder? Oder? Da, Marius? Burger King? Soll ich die Bedienungsanleitung holen oder geht? Alter, Junge, das ist ja. Warte hier, das ist Schatulle leer oder was? Der ist mit. Wieso wolltest du den größeren, oder? So Marius hat eine Milch, du kriegst ganz normal. Oh. Wieso, willst du nicht mit Milch? Mit, nicht mit Milch? Ja, doch, ich hätte mit Milch genommen. Ist er mit Schuss? Und wie schmeckt der Kaffee, Tom? Ja, ist okay. Ist echt okay? Ist okay. Weil deiner ist der von letzter Woche aufgewärmt. Nein, ihr werdet euch totlachen, wenn ihr das Video seht, weil ich habe original wirklich da gerade ein bisschen Schuss reingemacht. Echt jetzt? Der ist mit Schuss. Ja, ich stand so in der Küche, hab gefilmt und sehe so im Hintergrund die ganze Flasche stehen. Ich mir so, Verarsche, aber ich hätte gedacht, ist Jackie drin. Ich hätte gedacht, also wirklich nur so ein paar Tropfen. Ich hätte gedacht, wie? Du merkst gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, du ziehst das Ding hier auf und. Ja, doch, klar riecht man das. Nein, ja, boah. Riechen, aber ich habe nicht gerochen. Aber schmecken finde ich? Nee. Boah. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass das nicht merkt, oder? Darfst du auf die Auto fahren hier? Vielleicht merkst du es deswegen nicht. So ist doch gut. Ja, ist Endposition. Hier, Phil, so. Ich habe schon gesagt, Golf ist wieder hier und heute geht es so ein bisschen um Thematik Turbolader. Ja, wir gucken mal, wie lange Tom Lust hat. Ja, es ist doch mal. Das ist doch mal ein Gerät hier. Also erstmal kurz für die Zuschauer. Oh. Das war der Kapuzenpulli. Das war die Verbreiterung. Der alte Lader, das war früher ein V-Band, relativ klein. Das ist alles abgesäbelt und der neue Turbolader hat jetzt hier einen T4-Band. T4, genau. Das heißt, du willst ja jetzt so einen Adapter basteln. Nach Möglichkeit, so irgendwie. Hier muss 90 Grad drauf und. Sieht schon maskulin aus. Da muss ein bisschen Auspuff drauf. Ich hätte ja auch mal Bock so, aber das mag Kessel mal nicht. Wie willst du das Rohr bauen? Du willst ja am liebsten, zeig mal deine liebste Position, wie du gerne hättest. Was dein Traum wäre. Traum? Weiß ich nicht. Traum irgendwie so. Vielleicht ein bisschen schräg wie die Hondas. So. Wie viel Zeit hast du, Tom? Aber das mit einem Krümmer, der immer erst nach oben geht und sich dann nach unten. Mhm. Also mit 3 Meter Edelstahl. So, magst du mich nicht oder was ist denn falsch mit dir? Nein, das mache ich ja Benni. Wie genüsslich er diesen Kaffee mit Schuss jetzt hier zieht, ne? Ja, wahrscheinlich werden die Nähte aber gleich besser. Das war meine Intention eigentlich auch, oder? Okay, Signale. Ja,
Bevor der eine oder andere sich die Frage stellt, warum sieht dieses Gehäuse schon gebraucht aus? Weil das ist tatsächlich jetzt eine neue Turbine im alten Gehäuse, weil das ist so ein Spezialgehäuse, was wir auf Oma Golf gefahren sind. Und da das etwas längere Lieferzeit hat, haben wir das jetzt hier kurz wegentfremdet und das geht jetzt erstmal auf die Kiste. Das habe ich geerbt quasi, ja. Das ist schon 3,17 gefahren, das Gehäuse. Das ist schon eingebrannt. Qualm tut das nicht mehr beim ersten Start. Sieht aber auch fett aus irgendwie, ne? Ja, ja, sieht schon gut aus. Hat mich aber auch echt geil eingepackt. Das heißt, du hast jetzt hier als erstes so einen Adapter gebaut. Ja, was heißt Adapter? Also es ist jetzt ein 70x2. Das habe ich so ein bisschen Mama bearbeitet, damit man auf T4 kommt. Das heißt, wir müssen das von rund auf eckig? Ganz, genau, das wird jetzt aber nur ganz kurz. Irgendwas im Bereich zwischen 2 und 3 cm, schätze ich. Dann müssen wir alle gemeinsam einmal gucken, dass der Lader gerade ist. Und dann muss irgendwie als Nachbar das dezente 60er Wastegate hier noch drin. Das Wastegate da. Cool. Genau. Ja, das ist der Plan für heute. Let's go. Ey, wie viele Videos wir schon gemacht haben, wie wir irgendwie so ein Turbolader hier irgendwo positionieren. Ja, und immer haben wir noch keine. Einfach eine Domstrebe jetzt nehmen und einen Flachstall runter. Immer noch nicht gemacht. Wirklich. Ja. Wobei, warte mal, wir müssen eher. Ist das hier die WLAN-Präzisionsmessung wieder? also irgendwie so. Das ist schief. Ja, das muss leider wahrscheinlich am Ende schief sein. Weil der Lader nach hinten muss. Sonst komme ich hier vorne, guck mal, wenn hier noch ein 90er drauf soll, auf die Vibrant. Also in der Kamera sieht die lackierte Spritze von auf jeden Fall geil aus. Das ist schon mal gut. Hoffentlich brennt sie beim ersten Mal gut. Der Lack weg. Ne, wir müssen tatsächlich leider so da hinten rein, Tom. Alter. Also so. Ja, und dann kommen wir aber so. Achso, ich muss Verdichtergehäuse dann drehen. Ja, okay. Also ich glaube auch, also ich würde ihn auch maximal hochsetzen. Weil, falls da irgendwann noch mal was Größeres drauf kommt, ne? Hat man Luft, falls der. Hast du da unten Luft zum Ohr? Falls der 52er noch weggefächert werden muss. Falls noch mal ein zweiter für die Registeraufladung dazukommt, ne? Haben wir ein bisschen Platz. So viel an der. Du willst ja schräg machen. An der höchsten oder an der tiefsten Stelle? An der höchsten war das. Ja, minus Flansch noch, ne? Ja, ja. Und dann musst du aber trotzdem noch ein bisschen höher gehen, dass du hier den Flansch mitzurechnen kannst. Aber du hast ja bei MAN auch irgendwas mit Zerspannung gelernt, oder? Nein. Man hätte den Messschieber vorher anmachen können. Ja, aber du kannst das vor Ort ablesen. Da, guck doch, das ist doch extra meines Ding. Ja, ja, was ja. Guck mal, kannst du Nunius nicht ablesen oder was? Nunius? Ja, Alter, zieh doch Justus. Gib mir meinen Kaffee, ich halte das nicht aus. Justus am Beruf hier. Höchste oder tiefste Stelle, was war das jetzt? Höchste. Scheiße, ich muss hier erstmal ein Edding. Ich geh jetzt mal auf Klo. Ein paar Sekunden später. Aber komm, für 99 Euro. Für 99 Euro Schnitt? Ist das schon okay, ne? Jedes Mal feiern für das Scheißding, ich raste aus, ey. Hätten Eidor Lidl-Pullis hier rausholen sollen, ne? Aber die sind teurer geworden, glaube ich, ne? Die singen? Ja. Was weiß ich nicht, ja. Die Pullis. Hab Preiserhöhung gemacht, jetzt 199. War die Lidl oder Aldi? Welche? Die Parkside. War es Lidl oder Aldi? Lidl, ja? Lidl, ja. Davon habe ich sogar Lidl-Letten, Alter, du wirst nicht glauben. Okay, ich verstehe. Ja. Gut aussehen tut schon mal. Muss ich sagen, Alter. Das sieht aus, als wenn der Krümmer für diesen Lader gebaut wäre. Ja, wenn es mal so wäre. Genau, das ist auch der alte Bogen. Genau. Der ist rein, brauchst du. Ja, der ist ein Tucken. Komm, hier Erfahrung drin, den 90 Grad Bögen bauen? Nein, ich baue das immer so. Also, da ist nicht viel von dem Adapter jetzt übergeblieben. Nee. So ein kleiner Kai. Und jetzt geht gleich das große Dengeln los, ne? Genau, ein bisschen Dengeln, ein bisschen Schweißen, ein bisschen Dengeln. Dann das Loch zu. So, dann muss der da noch zu, ne? Mhm. Und dann muss noch irgendwo ein Wastegate hin. Das ist hier für ein Ausgang, Alter. Ich hätte das große 24er genommen. Achso. Passt das nicht dahin einfach so dazwischen? Halt mal das Wastegate hier rein. Habt ihr euch schon überlegt, wie wo das eventuell dahin soll? Ja, also wie, wo? Aber wo würdest du es optisch am schönsten finden? Das wäre auch geil. Oder hier nur das Wastegate oben aus der Haube gucken lassen. Ja, also eigentlich wollte ich das Wastegate auf die Straße legen. Mhm. So, jetzt hatten wir aber gestern Abend die Idee, man könnte es auch hochdrehen und auch so. Ich tendiere aber immer noch dazu, es aktuell irgendwo... Das Wastegate ist auf jeden Fall so groß. Wenn es schlecht läuft, ist das Wastegate größer als der Turbolader, ne? Ja. Bei manchen Umbauten.
Weil das ist ein K03-Turbo hier. Ja. Weil das ist jetzt so ein 60er von uns, wie wir auf dem Lambo auch gemacht haben. Und da geht halt dann auch endlich mal richtig was durch. Das heißt, Ladedruck regelmäßig könnte da schon ganz saftig sein. Weil er ja auch Ladung regelt. Ja, klar. Da braucht man sich ja nichts vormachen. Ja, okay. Ja, okay. Er muss hier, schon hier gangabhängig. Zwischen 2,5 und 4 muss man schon ordentlich regeln können. Jetzt zur Arbeit morgens durch ein bisschen Leistung raus. Ja, wobei auch nach unten raus. Man sagt so nach unten raus, aber die Schaltseile, naja, da ist ein bisschen, aber... Ein bisschen zur Seite irgendwie weg. Ja. Okay, das ist dann die nächste Bosche. Also jetzt erstmal raus und dann da irgendwie diesen Spalt zudengeln, Stück für Stück. Genau. Nein, das will ja nicht hin. Das Loch muss zu. Ach so, das ist so wirklich zur Seite. Ach so, ja, okay, ja, okay, ja. Ich dachte, muss da raus. Also klar, wir können es auch... Aber, ja, okay, aber jetzt halt mal den Bogen ran, wo es theoretisch hin sollte. Also zwei Zylinder sind, wo es geht. Wir machen es einfach mal hier für den Größenvergleich wahrscheinlich. Wir können auch einen 44er daran fummeln, ne? Nee. Ich finde das eigentlich auch geil. Ja. Nee, aber theoretisch müsste man jetzt den Bogen wieder schräg schneiden und es da so längs ran machen. Weißt du, so richtig jetzt, längs runter. So ist kacke technisch oder was den da. Nö, macht ist jetzt nicht viel. Du machst halt nur noch. Halt nicht. Ja, du machst halt nur, also geht schon, aber warum, ne? Das Loch muss eh zu oder auf. Also, ja, auf ist einfacher als. Geht theoretisch schon. Aber dann finde ich es, glaube ich, optisch cooler, wenn man mal von oben. Braucht man einen Westgate? Wenn man, das meint ja eigentlich oben. Wenn man von oben mal so sauber drauf guckt, ne? Und das sieht dann, glaube ich, schon ganz geil aus. Weil das jetzt tatsächlich endlich mal ein bisschen. Noch ein bisschen offener ist. Aber sonst sitzt der Lader schon schön so. Ja. Tatsächlich schon einer richtig wieder vollgeblutet hier von uns. Ich weiß nicht. Bleiben noch zwei über. Jetzt kommt die Motivationspipe hier. Das. Jawohl. Noch ein bisschen zu lang alles, aber. Es gibt doch so ein Video, wie da so eine Jackie-Cola-Dose in leer drin rumfliegt. Ja, ich mag kein Jackie, aber. Vielleicht gibt es Osborne und Cola. Ich sag doch Osborne und Cola, ja. Osborne Cola. Wie geht's eigentlich, Tom, nach dem Kaffee? Soll ich noch einen holen? Ja, ja, der war zu lecker. Den ja, auf, ich muss meinen Taxi nach Wolfenbüttel. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, sieht doch schon ganz geil aus, oder nicht? Ja, perfekt. Also dafür, dass es hier so eckig auf rund wird. Ja, ein Stück schweißen jetzt, dann dengeln wir mal wieder. Lügen wir uns jetzt irgendwie durch, Tom. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, kann man doch schon mal mit arbeiten hier. Jetzt langsam schweißen. Also man kann auf jeden Fall besser arbeiten als mit meinem Verwackeln an der Kamera. So, also das Gute ist, hier jetzt einfach eine Naht drauflegen, weil man kann ja ohne Probleme hier am Ende, man kommt ja rein. Man kommt ja rein, man kann das ja hier richtig schön, ja, schön schleifen. Also muss man eh machen, dann sieht das am Ende auch ganz geil aus, würde ich sagen. Das wird schon. Also, Turbolader ist immerhin schon mal wieder hier drin. Ich finde das ja ehrlich gesagt ganz cool, dass der so frei steht. Jetzt so ein bisschen mehr irgendwie. Ja, ich hätte ihn gerne noch irgendwie vielleicht ein Stück tiefer gehabt, aber jetzt ist nämlich die Option mit größerem Turbolader da oben schon wieder. Also das muss natürlich jetzt noch ein bisschen, das wird nachher ja noch ein bisschen schön gemacht, das seht ihr dann im Video. Jetzt geht es erstmal weiter mit Wastegate. Ja, aber wie gut ging das jetzt so? Hat Spaß gemacht? Ja? Das hat richtig Bock gemacht, ja. Ich denke, in der Zeit hätten wir auf jeden Fall drei Zylinder, neun Krümmer gebaut, auf jeden Fall. Ah, wobei, das ging jetzt, ne? Also. Nein. Ja, nee, war ja klar, dass es gefrickelt wird, aber es ging eigentlich so. Jetzt. In Schleifen muss man es dann nochmal hinterher nochmal. So, Wastegate, 60er, damit wir richtig schön regeln können. Genau, so, wo hängen wir das jetzt hin? Also, Wastegate, jetzt sage ich auch schon mal Wastegate. Mit der Uppipe. So, ich würde es gerne irgendwie da so hinstellen. Komm. Echt da oben. Ja. Jetzt, wo ich das hier so sehe, würde ich es eigentlich auch ungern nach oben. Also ich würde es schon gern nach unten machen. Und dann kannst du es dir mal von hier angucken, ob du es wirklich cool findest, wenn es schräg ist. Nehmen wir mal schräg, so reindrücken, noch näher ran. Ja, so schräg mache ich es, damit ich da unten wegkomme, weißt du? Ja. Also ich finde es nicht schlimm. Ich werde übelst dicker. Piep, piep. Ja, was heißt, was hast du für Alternativen? Tom, haben wir keine. So, nee, also vorne das Thema, das war ja dann gestorben. Klar, wir hätten es jetzt wieder hier oben hinstellen können. Nee. So, da hättest du mal so. Da sieht der Turbolader auch kleiner aus irgendwie, ne? Genau, so auf der Seite geht nichts. Also wir sind an die Seite gebunden. So, klar, man kann es jetzt so hinstellen und hier mit dem 60er zwischendurch hochkommen. Könnte auch cool aussehen. So. Aber was meint ihr? Ne, die Frage ist, ob. Also jetzt zur Sekunde, wenn du weißt, dass du es gerade machen willst, dann ist es ja egal, dann kannst du ja am Ende die Rohrlänge da anpassen. Also wie weit es raussteht. Geht es ja erstmal nur darum, ob es schräg steht oder gerade steht. Weißt du, weil die Länge kannst du ja am Ende dann noch weiter rein und rausschieben. Weil es wird ja eh ein Rohr zwischen müssen, ein gerades. Ich würde es gerade machen.
Weil der Rest ist auch alles gerade. Okay, aber gerade dann nach oben, weil gerade nach unten würde es echt hier stehen. Oder sogar hier. Das wollen wir auf gar keinen Fall. So, weil ich baue nicht außer es gibt ja noch die Variante in die Downpipe wieder rein. Genau, ne? Das würde ich auch Leute bevorzugen. Wobei auch das gerade wäre. Also theoretisch kann ich mir überlegen, ob ich es mir nach hier drehe und daran vorbeibaue und genau. So drehe und es einlege. Mhm. Das heißt, wir müssen so oder so an diese Position. Mhm. Oder halt, wie du halt sagst, ganz eng dran. Was auch gerade wäre, ne? Was auch gerade wäre. Das heißt, eigentlich bringt es ja nichts, es schräg zu machen. Halt mal, Tom. Wenn das hier reinfällt. Dann fahr ich habe dich Hause. Trotzdem lieb, aber ich werde dir einmal eine Fresse aufmachen. Ich werde dir trotzdem, obwohl ich dich lieb habe, einmal eine Fresse. Das ist der Moment, wo die Kamera kurz. Ja, okay, bis der dann hier da reinpasst, das dauert dann heute noch ein bisschen. Also, wir haben uns da wieder eine besondere Form gleich überlegt, wie das Ganze an den Sammler rangeht. Das zeigen wir euch dann danach. Das kann man besser erklären, wenn der Krümmer ausgebaut ist. Ja, aber das wird wieder so ein richtiges Gewölbe hier. Das Gute ist ja, wenn du weißt, dass du gerade rangehst, dann kannst du jetzt ja theoretisch die Höhe von dem Wastegate ungefähr anzeichnen, ne? Wo es genau. Mittig sitzen soll. Und kannst ausgebaut dann dir da irgendwie einen zurechtdengeln, dass das da irgendwie rankommt. Genau, aber jetzt gerade würde es leider einfach besser passen, wenn man... Ah ja. Was ich jetzt auch nicht als Problem sehe, ne? Ja, und einen kleinen Bogen wieder nach vorne. Genau. Wo ist dieser andere Bogen? Diese Autos immer so tief sein müssen. Das nervt auch einfach nur. So, das ist jetzt zu viel Bogen, aber ja, die Hälfte davon genau, ein bisschen mehr als die Hälfte. Genau, ich schneide diesen hier mal ab. Ja, also es bleibt spannend. Und wie? Jawohl! Achso, ja, unser Kameramann ist irgendwie wieder im Haus. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gemacht. Viel Spaß beim Schneiden, ne? Dankeschön. Könnte auch hier von so einem Camper oder von so einem LKW so eine riesen Lupe sein, weißt du? Achso, ich sollte hier rummachen wahrscheinlich. Ja, mach mal. Also, das ist jetzt das extra große Alus 60mm Wastegate. Ich find's einfach nur geil. Vor allem, wenn du von vorne hier auf das Rohr drauf guckst. Wie geil jetzt auch so, also A, das Rohr schon mal, dann hat Watson hier auf der letzten Naht nochmal wirklich Motivation gefunden. Ja, ich weiß nicht, ob er denkt. Ich will mal sagen, woran es liegt, Alter. Ich weiß nicht, ob er denkt, dass er gleich was zu essen kriegt oder so, aber. Das ist ein Irrtum! Und den Rohrbogen hier hat Marius jetzt mit Absicht, nee, muss ich auch eher von vorne her drauf filmen. Der ist jetzt dem Flow angepasst, das heißt, das ist eigentlich ein Rohrbogen, der andersrum abgesägt ist. Das ist wirklich, dass die Abgase hier, sobald das Wastegate aufgeht, da richtig schön reinflowen können. Mit ganz viel Glück können wir, du, damit tatsächlich mal so 0,5 bis 3 fahren. Wäre ja schon Chef, ne? Ja, dann kann ich endlich auch mal, wie alle anderen ja sagen, Lowboost fahren. Weil es fahren ja alle nur Lowboost, ne? Unterdruck. Dann kann ich endlich auch mal Lowboost fahren vielleicht. Nicht, dass Wastegate aufgeht und Lader steht. Ja, das ist auch. Okay, schön. Ne, passt auch, oder? Ja, jetzt muss der Egon da noch irgendwie drauf. Aber der passt ja auch erstaunlich gut. Genau, ja, zumindest hier oben so irgendwie dann wieder mit der Vibrant. Das muss ich noch ein bisschen drehen. So. Wie ist es von der Länge? Muss einmal. Ja, das könnte, wobei ich hier vorne ja auch noch. Also ah, ne. Geil. Okay. Ja, also Etappenziel Nummer 1 haben wir schon mal. 1 von 5. So, jetzt, da es sonntags 18 Uhr ist, ist zufälligerweise auch direkt der Herr da. Der war gerade der Weg. Genau. Ich habe gerade nichts zu tun. Der das Ganze isolieren soll. Allerdings, jetzt muss ich zu unserer Verteidigung sagen, es war nicht so, dass wir gewünscht haben, dass du hierher kommst. Also du bist natürlich jederzeit willkommen hier. Du bist jederzeit willkommen hier. Aber es hat wirklich an der Scheibe geklopft und er hat wirklich sein Material mitgebracht und will das jetzt gleich hier isolieren. Ja. Deswegen ist auch das Wastegate schon isoliert. Deswegen sieht das jetzt nicht aus wie ein 60er, sondern wie ein 80er. Ich habe auch 20 Grad Temperatur. Nicht, dass es klemmt, weil zu kalt. Nee, das wird wahrscheinlich... Es wird, glaube ich, ein bisschen doller werden, ja. Aber ist egal, das können die Dinger eigentlich ab. Also bist du, achso, aber ja, es ist schon so, dass logischerweise das Wastegate noch wärmer wird. Ja, logisch. Die Hitze bleibt ja im System. Okay. Die ganz alten Wastegates hatten ja auch mit Absicht noch Kühlung dran und so weiter. Stimmt. Also 15er. Ja, stimmt. Ja. Aufgrund der Thematik, wie das Auto eingesetzt wird, du nicht stundenlang Autobahn fährst, wird das keine Probleme machen. Weil das Gute ist ja... Ist nicht geplant. Nee, das Gute ist ja, bis hierhin kommt ja erstmal gar keine Temperatur rein, solange es zu ist. Strömt ja gar nichts durch. Genau. So, und diese 4,5 Sekunden, die es dann irgendwann so ein bisschen offen steht, glaube ich auch nicht, dass das fette Ding
sich da groß aufheizt. Ne? Zumal die Dinge ja, die werden ja getestet unter Bedingungen, also wenn du dir das mal anguckst, wie die das zum Beispiel bei Altiad oder so machen, da denkst du, das schmilzt gleich. Ne? Und das machen die über Stunden jagen die da Abgastemperaturen von 800 plus durch. Ja. Und hält. Aber es ist ja nicht mal Wasserkühlung vorgesehen, also scheinbar. Nein, das ist so groß, auch ja. Hier mit dem. Wichtig ist ja der Spalt hier zwischen, mit der Platte zwischen, ne? Ja. Alleine das wird schon. Hast du jetzt die Folie hinter die Platte komplett gelegt oder wie ist die dahinter jetzt? Oben an dem Anschluss ist es da drunter gelegt und der Restradius außenrum ist es genau oben angeschweißt. Okay. Wie an diese 05er Kante, 06er, 08er? Ja, genau, so, dass du quasi so auf ja. Eck auf Stoß hast. Okay. Und dahinter ist dann alles mit Isolierung voll. Jetzt hat Marius hier einfach mal alles weggeflext, das ist aber kein Problem. Das jetzt hier so anzutackern, alles. Nö, wird zwar fummelig, aber das heißt, das legt man da dann gleich drüber und tackert es neu drauf, oder wie machst du das? Na, das Isolierungsmaterial, ich muss heute mal ein bisschen gucken, dass ich es mal ein bisschen anders mache. Fakt ist, dass die Folie wird ja immer überlappt. Mhm. Die wird immer überlappend zusammengeschweißt. Also kannst du da unten wieder einfach ansetzen und dann wieder nach oben bauen. Ah, genau. Und Isolierung dahinter? Ich wollte auch gerade sagen, warum sieht der Krümmer eigentlich noch so hell aus, aber da haben wir gar nicht gefahren. Nee, das war ja letztes Jahr Essen Motorshow, war das ja auch schon so, dass ihr das Ausstellungsstück teilweise hier im Ladenverkauf gemacht hattet. Nee, Abgasgeräusche, das Wastegate, stimmt sowas. Dann guckst du ja nochmal an, mach zwei Fotos. Ja, das werde ich jetzt nochmal machen. Das Familienalbum. Tom seine Frau weiß noch, wie sonntags wieder nicht zu Hause war. Ich finde es fast. Also dieser Bogen, der hier raus, der macht dich fertig. Der sieht unisoliert so geil aus, hier wirklich. Guck noch rein. Der lass es weg. Wenn du genau von hier guckst du jetzt genauso zwischen Ventillecke. Mhm. Wenn du jetzt hier so genau durchguckst, gucke ich auf diese, ich glaube, ich habe von Tom noch nie so eine nachgesehen. Bis das letzte, Alter. Nein, ich meinte jetzt vom Farben her. Ne? Ja, ja. Nicht von Optik, sondern rein nur die Farbe. Na, jetzt muss man zu seiner Verteidigung sagen, ich habe gestern von Hornbach eine neue Flasche geholt, weil die natürlich mal wieder leer war und freitags der Austauschservice keiner mehr austauschen konnte. Eben gerade Igor gefragt, ob das Schweißgerät irgendwie kaputt sein kann, weil es war wirklich scheiße, ne? Ja, das war einfach Müll. Also wenn... Wir haben Helium geholt. Ja, mit Helium müsst ihr auch gehen. Falls ihr mal Argon aus dem Baumarkt holt, obwohl es Globalgas eine ganz normale Flasche war und das auf einmal kacke schweißt. Also es sah so ein bisschen so aus, als wenn sich Sauerstoff mit reinzieht. Das ist ein bisschen verbrannt immer. Auch die Elektrode ist immer kürzer geworden. Die hat mitgebrannt, ne? Ja. Ja. Danke für diese qualitativ hochwertigen Aussagen. Danke. Einer muss hier arbeiten. Und dann irgendwann Schnauze voll gehabt mit anderem Gas. Läuft das wieder. Ja, okay, also zum Abschluss jetzt nochmal Krümmer raus und dann gucken wir mal an, wie du das so isolierst hier. Pack mal ein. Ah, mega, das macht Spaß, ne? Wenn dir einer zuguckt über die Schulter. Das ist mir eigentlich relativ egal. Das ist im normalen Arbeitsleben auch so. Da guckt ja auch immer einer über die Schulter. Und die meckern sogar. Prinzipiell ist das aber immer möglich, die Isolierung aufzumachen und wieder instand zu setzen. Das geht schon. Ja. Prinzipiell ja. Wie dick ist sie? 0,1 mm ist sie dick. Echt so dünn? Mhm. Krass, hätte ich jetzt aber gedacht, dicker. Mhm. 0,1. Ja, 0,1 bis 0,15. Kannst du mal zusammenschweißen? Mhm. Komm, mach nur da hier rein. Ja, das stimmt. Ja. Das heißt, das wird dann wirklich ganz fein säuberlich immer nur gepunktet, oder wie? Ja, also die Folie kann ja nichts ab. Entweder man macht das eine Spitze oder ich habe auch noch Rollen und sowas alles. Du musst beide Folien überlappend haben, Kontakt haben und dann nur einen kurzen Stromimpuls geben. Man muss dazu sagen, also es gibt ja, ne, hier auch High-End-Schweißgeräte, da kannst du einen Impuls einstellen. Mhm. Oder Karosseriespotter zum Beispiel, das funktioniert auch. Bei mir ist noch alles herkömmlich. Kurzer Impuls und dann... Aber das heißt, egal wie lange du drauf drückst, nein. Er macht nur einen kurzen Impuls? Nein, eben nicht. Ah, verstehe. Wenn ich jetzt hier lange drauf drücke, dann... pass auf hier. Wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Stücken hier einfach mal zusammen tackern wollen. Wie viel Ampere sind das ungefähr, nur Interesse? Da sind jetzt 1,4 eingestellt, aber ich glaube... Im Endeffekt, nachher, wenn ich einmal so mache, dann sind wir bei 23, glaube ich. So, ein Impuls reicht, ne? Dann ist das. Oh, dann sind wir auch schon am Tisch fest. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel länger drauf halte, ne, dann hast du gesehen, dann glühst du auch schnell mal durch. Ne? Also dann, ist aber, ist dann, aber schon du hast so ein Loch drin. Ne? Ja, sieht man so. Ach, stimmt, ja, krass. Loch, ne? Loch auf Loch, aber hält doch. Genau. Genau. So ungefähr, ja. Ja, gute Schwellerweisheit, ne? Ja, also, Sisyphusarbeiten halt, ne? Genau. Wie lange brauchst du für so einen Krümmer? 12 bis 16 Stunden ungefähr. Ja.
Kostet ja 200 am Tag. Ja, genau. Hier ist jetzt natürlich das Problem, du musst es irgendwie flicken. Jetzt habe ich auch noch das eigentliche Isoliermaterial, was ich sonst verwende, die Matten, vergessen. Habe zum Glück noch was anderes da, mit dem wir auch arbeiten können. Macht es aber nicht gerade einfacher. Mhm. Ne? Das heißt, normalerweise würdest du diesen ganzen Sammlerbereich jetzt auch nicht aus so einem Stück gestalten? Oder, ganz gerne. Das passt schon. Gerade Stücken, gerade lange Stücken natürlich gerne lang. Bei dem können wir sowieso jetzt ein bisschen schwierig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also normalerweise, du hast ja hier kleine Segmente nur, wenn ich längere Stücken habe, nehme ich mir auch ein langes Stück. Mhm. Viele sagen, es würde besser aussehen, wenn alles gleichmäßige Stücken, ja, aber rein technisch gesehen, warum muss ich mir denn jetzt noch wieder Nähte schaffen, die immer wieder undichtig sind. Ne? Undicht sind. So, und auch das ist ja nicht gerade einfach, muss er überrum. Das wäre jetzt ja meine nächste Frage gewesen. Ist jetzt nicht so das Punkt an Punkt an Punkt, sondern ist schon nur Punkt, 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 Punkt. Ja, also ich arbeite mit der Spitze so, dass ich das alles so ein bisschen reinarbeite, ne? Dass die Kalotte ineinander geht. Und also ganz hundertprozentig verschweißt ist es nicht, weil dann würdest du da ewig dran sitzen. Ja, ja klar. Das ist, und muss es ja auch, glaube ich, nicht, ne? Nee, muss es nicht. Also rein theoretisch, die Ummantelung ist ja nur dafür da, dass die Isolierung an sich widerstandsgeschützt ist, halt, ne? Dass sie da drin hält, dass es ein- und ausbaut. Also du kannst natürlich, du baust das ein- und aus, kannst auch mal irgendwo hängen bleiben, du kannst auch mal, wenn irgendwo kein Platz ist, mit einem Hammer das ein bisschen eindengeln und so weiter. Denn auch dieses Material wird, wie die ganzen Wickelbänder und so weiter, das wird irgendwann fest und spröde. Das Zeug zerfällt einfach irgendwann und die S-Matte ist halt nochmal Kettel genäht. Die bleibt in sich stabil. Die wird auch fest, aber die bleibt in sich stabil. So. Und die ist halt einseitig klebend als Montagehilfe. Der kannst du jetzt, das hätte man jetzt hier schön vorkleben können alles. Nur zum Kleben, ne? Also nur genau, zum das ist nur zum, ja, aber Montieren. Die brennt sich mit der Zeit darunter das Gewebe weg? Nein. Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Aber es würde ja ohne die Ummantelung nicht halten. Dann würde es weggehen. Würde zerfallen einfach. Ja. Also ja, genau, abfallen. Mhm. Genau. Deswegen die Folie drumherum. Erstens, dass es nicht runterfällt. Zweitens, dass es relativ widerstandsfähig ist. Und du hast jetzt auch nicht das Problem, wenn du jetzt hier mal irgendwas rüberkippst an Flüssigkeiten, es zieht da halt nicht ein. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Okay, das heißt, das kannst du jetzt ganz gut so wirklich übertrieben gesagt anstückeln alles. Genau. So guckst du, dass du quasi jetzt am Sammler war das so, dass die Jungs das so verlängert haben, dass es relativ gerade Stücken sind. Und dann guckst du, dass du das noch ein bisschen zurechtschneidest, dass es passt. Hier unten mit den Rundungen, beziehungsweise ein bisschen schräg zulaufend nach oben. Und dann wird das alles schön von außen einmal zugepattet, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann ist wieder gut. Mhm. Das heißt, das sind so 8 bis 10 mm Stärke, die so drauf sind? Also die Matte, die ich sonst verwende, die ist ungefähr 5 bis 5,5 mm dick. Und dann kannst du die 0,1 mm Folie nochmal raufrechnen, beziehungsweise du müsstest ja noch ein bisschen mehr, durch die Kalottenprägung ist es ja noch ein bisschen, also du kannst sagen, also umlaufend so um die 7 bis 8 mm. Ja. Man kann natürlich variieren. Du könntest rein theoretisch auch sagen, pass auf, hier ist eine Engstelle, da können wir mal ein Stück Isolierung aussparen, weglassen. Oder Hohlräume zum Beispiel, wie bei den Ws geht es dann halt mit dieser Keramikfasermatte dann auffüllen, dass das alles schön formstabil ist. Ist es aber schon so, je dicker, je mehr isoliert ist? Ja, aber irgendwann ist halt auch Schluss. Also das heißt nicht, Feuerwehrspruch heißt immer viel hilft viel, aber dem ist hier nicht so. Wir haben viel ausgetestet und Temperaturmessungen gemacht und haben festgestellt, diese 5 mm HJS-Matte ist eigentlich völlig ausreichend. Völlig ausreichend. Macht es etwas einfacher teilweise, wenn du schwierige Bauteile hast, die nicht so einfach zu isolieren sind. Ist allerdings auch in der Materialbeschaffung sehr teuer. Mhm. Also wenn man mal überlegt, ein Quadratmeter hiervon, ein Dreiviertel Quadratmeter, Randale im Müller-Genesungswerk kostet ungefähr so um die 20 Euro und Quadratmeter hiervon 75, ne? Mhm. Im Einkauf. Mhm. Okay, ja, ich würde sagen, lassen wir mich ja mal zu Ende machen und dann zeigen wir euch das Ergebnis. Jo. So, komm, gib mir. Weiter da. So. Ja, das sieht doch schon mal wieder ganz geil aus, ne? Zornig aus hier. Micha, alles eingepackt. Vielen Dank nochmal. Genau, vielen Dank dafür. Jetzt sieht natürlich der Übergang hier noch maskuliner aus. Ja, aber jetzt ist technisch wenigstens korrekt. Klar, man hätte ihn auch geil freilassen können, aber es hätte auch Käse ausgesehen, glaube ich, wenn er das... Beziehungsweise, was halt schade ist, jetzt sieht man einfach gar nicht mehr, wie es gemacht wurde, ne? Ja,
Das stimmt. Oh, ich finde geiles Gebilde so, ne? Wenn mein Kollegen so hier sieht. So, jetzt sieht man halt mal, wie sich das verändert im Betrieb, ne? Ja, hier sieht man es auch schön. Aber nee, aber wenn man jetzt so drauf guckt, wenn ich mir überlege, Anfang des Videos, wo noch alles offen war und so weiter, ne, ist halt echt alles wieder weg, ne? Ja, so kann das bleiben. Also, nochmal gehe ich da jetzt auch nicht bei. Also, wenn du nochmal andere Laderideen hast, dann ohne mich. Aber man sieht auf jeden Fall immer noch, wie es halt gewünscht ist vom Flow her, ne? Ja. Also, wie die Abgase wirklich nicht einfach, oh, hier ist zu, ich gehe jetzt hier lang, sondern schon so einigermaßen rein. Ist das zu krass ins, oder ist das theoretisch, nee, gibt's das nicht? Ist das egal? Oder ist hier so ein krasser Strom in die Richtung? Ja, das schon. Das schon. Und wenn es halt hier zu ist, ist halt zu, ne? Da ist dann halt Luft leer. Mich würde ja mal nochmal interessieren, wie viel Liter hier wohl so in einer Sekunde durchgehen bei 2000. Viel. Man sieht es ja immer im Auspuff hinten, ne? Guck mal, am Auspuff hinten kommt schon viel raus. Und das ist ja noch die große Fläche. Hier drin ist ja, wenn hier 3, 4, 5 Bar drin sind, ist da richtig Saft hinter, ne? Was sind das dann? 50 Meter Wassersäule oder was war? Wie war das? Ja, kann man mit Luft so nicht sagen. Auf jeden Fall ausreicht. Da ist schon. Egal. Ausreichend, dass du theoretisch mit hier so Schneid brennen kannst. Das geht schon. Gucken wir mal, hoffen wir, dass es nicht passiert. So, Auspuff so, wird so ungefähr aus Haube kommen? Wird so erstmal kommen. Mal gucken, wie ich da so auf Dauer mit fahre. Ich wollte halt jetzt gerne 102 mm und das wäre jetzt nach unten nicht mehr gegangen. Ich weiß, wird jetzt viele gehen, die sagen, Auspuff aus der Haube, ja. Aber Alter, eine Golf 2 Haube kostet 30 Euro. Also da jetzt mal eine zu zerschneiden, ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Ja, und irgendwie ist auch mal einmal im Leben geil, wenn man das so sieht, was so an Feuer rauskommt. Ja, oder? Ich fand es jetzt einfach mal was anderes. Man will ja auch ab und zu dann mal Veränderungen so, ne? Wenn ich schon seit 13 Jahren die gleiche Frau habe, dann muss ich wenigstens das Auto verändern. Weil ganz viele wird interessieren, wie du diesen Bogen da schneidest. Ja, so hinterher frage ich mich das selber tatsächlich. Achso, der Schleifer vielleicht. Tatsächlich, also diesen Tropfen mache ich eigentlich mal ganz simpel. Ich stelle den Rohrbogen so auf den Tisch und suche mir irgendwas, was die Höhe hat. Mal letztes Mal waren es Godards Visitenkarten oder so, keine Ahnung. Nehme ein Edding und lege den quasi an diese Unterkante an und dann drehe ich einfach nur einmal den Bogen, dann hat man genau die Form, wie jetzt das Endrohr hat. Weil man genau eine plane Fläche hat. Genau, also parallel zu der unteren. Ne? Hier jetzt war es ein bisschen schwieriger, habe ich tatsächlich genau so angefangen, habe mir aber einen Bogen mit zum Bandschleifer genommen und wusste ja, ich will das ja, man sieht jetzt aber, dass das ja schon theoretisch ganz gut passt. Wenn ich das jetzt hier noch rund geschliffen hätte, wäre das ja annähernd perfekt. Ich wollte aber so raus, also lässt man logischerweise hier mehr stehen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal mit der Flex hier mehr weg, also mehr stehen lassen. Und der Bandschleifer hat vorne ein rundes Rad. Das heißt, ich habe es dann vorne gegen das runde Rad gehalten. Das hat dann zufälligerweise ganz gut zu dem 102er gepasst. Also es gibt jetzt, ich habe da jetzt keine Abwicklung von gemacht. Ich habe bei Igor mal so einen Trick gesehen, er nimmt so ein Bündel Schweißdrähte, drückt die gegen, dann hat er oben genau die Form, die er braucht, steckt das dann in so ein Rohr, aber dann bist du jetzt 2-3 Stunden ja. Drum, das, da hatte ich jetzt auch keinen Bock zu. Also... Das ging schon ratzfatz. Aber dann wirklich mit Flex schneidest du es wirklich um. Ne? Also, nicht also du merkst dann schon, wenn du die Flex verkanten musst, hast du Kacke gemacht. Weil das kann ja dann nicht sein. Ne? Klar, man könnte jetzt, Tom hat neulich einen Trick gemacht, hier was angeschweißt, dann eine Bandsäge gepackt. Könnte man auch machen. Dann kannst du es ja vernünftig einspannen. Ich habe es jetzt einfach mit der Flex gemacht in dem Fall. Ja, ja und dann da angezeichnet das Loch. Das Loch wirklich dann auch Bohrer, Bohrer, Bohrer und dann rausgebrochen und geschliffen. Und ich behaupte mal, jeder andere würde wirklich einfach stumpf gerade reingehen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Bogen genommen. Ne? Aber man sieht, wenn man von hier schon reinguckt, sieht das schon besser aus. Genau, ja, ich muss das dann innen wahrscheinlich ein bisschen schleifen. Ich hoffe, ich komme da irgendwie hin. Aber deswegen haben wir das Endrohr noch nicht festgemacht. Weil man sieht halt einfach, du musst noch weiter rum. Wenn du noch weiter rumguckst, sieht man, wie die Gase, die da schon so rauskommen, halt von dem Strom dann so mitgezogen werden. Ich hoffe, es klingt halt nicht scheiße. Aber ja, ich glaube, bei den 10 cm. Hörst du das eh nicht. Bei ne? Der Lambda-Sonne muss auch noch irgendwo hin, ne? Bei dem 10 cm Auspuff. Ja, Lambda-Sonne ist eher tatsächlich immer das Problem, dass halt irgendwo halt schon dann immer Frischgas mit dazu kommt. Ne? Die muss man ganz früh setzen, genau, dann wahrscheinlich. Die würde ich auch relativ früh setzen. Genau, dann setzen wir einen Krümmer rein. Kannst du Lambda-Sonne nicht wegschmelzen? Ja, irgendwann dann schon wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Also wahrscheinlich, na gut. Aber dann schmilzt auf jeden Fall das Alu. Das Alu ist eher weg, ja, ja. Also können wir sie getrost hier vorne hinsetzen. Okay. Yes, ja, jetzt das irgendwie als Konstrukt. Viele werden wieder fragen, ob das in Alu hält, aber bisher ist unsere Erfahrung tatsächlich, es hält. Außer ein einziges Mal habe ich es jetzt kaputt bekommen und das war der Alu-Auspuff am X-Bow. Gut, dann hat er aber auch Hockenheim 80. Da muss ich dazu sagen, genau, es war in Oschersleben irgendwie 100 Runden und Cut. Das heißt, der kriegt richtig Temperatur und dann zieht das natürlich auch immer weiter in den Auspuff rein. Ja. Dann ist irgendwann, aber da hatten wir wirklich so noch nie Probleme. Wenn das nicht hält, baue ich es halt dann nochmal irgendwie. Titan würde mich auch nochmal reizen, weil wegen diesen geilen Schweißnähten so, ne? Aber dann verliert man sich jetzt wieder. Ja, es war ja auch das Ziel, jetzt vor der Messe maximal viel zu zeigen, deswegen habe ich es jetzt so gemacht und finde es eigentlich auch wieder geil. So, Alu haben halt nicht viele. Der Mittendorf zum Beispiel fährt es ja auch am Einser, ne? Ist auch noch nicht abgefallen und der fährt da ja nochmal, möchte ich behaupten, 200-300 PS mehr als wir. Also von daher, gut, der hat 114, glaube ich sogar, ne? Okay. Ich glaube, der hat sogar noch fetter. Aber
Okay. Chris? Ja, also das verschweißen und dann geht es noch ein paar Rohren weiter. Dann den Kram wieder einbauen und dann geht es am Ladeluftkühler weiter. Okay. Fertig? Dann muss ich so tun, als wenn du jetzt arbeitest, ne? Nee. Nee, die Zange. Mitternacht, Thomas Müde. Alter, auf der Kamera. 10 Stunden zur Arbeit. Yeah. Ja. Guck mal, die Kamera, sieht doch geil aus. Ja, krass, stimmt. Weil es irgendwie viel rötlicher und viel orangener und viel polierter ist. Poliert! Ja. Ja, polieren muss ich noch ein bisschen. Morgen Probefahrt, ne? Ja. Leider nicht. Naja, aber gefällt mir schon gut. Also. Passt hier gut. Ist tatsächlich wieder der alte Bogen drin. Genau, bisschen altes Auto. Hier war vorher auch schon Vibrant? Ja. Das ist auch das alte Rohr hier nur auch angepasst, ja, auf den Vibrant? Das Verbinder, genau. Dann geht's hier weiter und hier liegt jetzt das maskuline. Hier waren früher solche. Das maskuline 89er Rohr drin, ne? Abgeflogen ist es zwar nie, aber ich wollte es jetzt. Weißt ja, wie es beim Golf 3 war, ne? Ja. Wenn es dann an sowas am Ende scheitert auf dem Event, wäre halt ärgerlich. Ja, das ist jetzt mit 89 hier relativ. Zornig. Zornig. Aber ja. Sieht gut aus. Wastegate ist auch passend drin. Und angeschlossen. Kann man jetzt immer checken, ob es dicht ist. Ja, ich weiß jetzt schon, da wird der erste auf der Messe wahrscheinlich erstmal Kochen hier reinschmeißen oder so, aber muss ich hinterher raussammeln. Oder Trinkgeld für Wotzi. Nee, für den Schweißlehrgang. Also wir sammeln für den Schweiß. So viel kann keiner sammeln. Bis er voll steht hier. Nee. Ja, wobei bei der Turbine muss man aufpassen, dass es nicht bis im Brennraum reinfällt, ne? Ja, stimmt. Ja gut, aktuell ist ja der Block ist ja eh ein leerer Block. Es ist ja noch egal, was da auf der Messe reingesteckt wird oder auch nicht. Gucken wir mal. Nee, aber jetzt so mit der Ansaugbrücke von Ben sieht er schon. Ja. Echt geil. Schon echt zornig aus. Pop-Off? Ja, haben wir jetzt noch nicht gemacht, gebe ich dir recht. Habe ich auch irgendwie verdrängt. Will ich aber nicht hier machen eigentlich. Würde ich am liebsten unten am Kasten setzen irgendwo. Die Hondas haben das, habe ich das ein paar Mal schon gesehen. Das würde ich ganz geil finden, wenn das hier unten irgendwo. Also wenn du es halt da unten hin machst, ist es halt. Dann bleibt der Motorraum so halt schön clean, ne? Ja, aber jetzt hier so ein Blow-Off draufstellen ist ja auch irgendwie. Nö, also wenn dann eher so hier so hingestellt, ne? So, da saust du dir alles ein. Ich könnte es auch hier hinstellen, theoretisch hinter dem Scheinwerfer. Ja, aber dann würde ich es auch unten am Kasten machen. Aber hier ist halt eh Freiraum. Und da Tom so gerne einen Ladeluftkühler schweißt. Ja, ja, heute nicht mehr, keine Ahnung. Also machen wir nach der Messe irgendwie oder so. Heute nochmal. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber noch ist der Bandschleifer angeschlossen. Ne? Noch der ist, das war mein Highlight. Also allein diese beiden Rohrbögen hier, das war nur Bandschleifer. Das war mega. Ja, hier Kugelwerkhäuserentlüftung. Sieht aus wie so ein Krähenfuß. Ja, so ein ungepflegter Fußnagel. Zweimal Dash auf Alurohr und dann mal gucken, wie es da weitergeht. Genau, da überlege ich mir nachher ein bisschen, wie wir da weitermachen. Ich würde ungern halt irgendwo da durch. Also eigentlich wollte ich da durchbohren, dann kamst du mit der Idee, irgendwie da hinten auf dem Träger lang und den Catchtank in den Tunnel zu bauen. Ich konnte mal gewiss nicht vereinbaren, da durchzubohren. Ja, ich auch nicht. Weil es ja auch ein größeres Loch wird, ne? Nur jetzt hier auf dem Träger nach vorne legen, ist auch irgendwie doof, dann liegt hier was. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt erstmal in der 16er gemacht, das kann man immer noch mal, dann, da kann man drauf aufbauen. Gucken wir mal, was wir machen. Ja, schon fast mehr Kühler als Auto, ne? Ja, an dem sollte es nicht scheitern, ne? Na gut, Wassermeterdüsen fehlen jetzt noch. Müssen wir nachher ein bisschen noch machen. Lambda-Sonde müssen wir noch irgendwo hinsetzen. Nach hinten irgendwie oder so. Da noch ein bisschen Elektrik. Und dann kommt dein Part, genau. Da habe ich so keinen Bock drauf, wirklich. Lass uns so aufkommen, da gehe ich schon nur mit 20% Bock ran. Wirklich. Minus, ja. Ich hasse es, wirklich. Was ich ganz geil finde, ist dass der Lader wirkt dadurch natürlich kleiner, dass er so frei steht. Aber ich find's irgendwie geil, dass er endlich mal so, weißt du, so Platz drumherum ist. Einzige, was mir jetzt noch eingefallen ist, wir messen jetzt keine Temperatur mehr vor der Turbine, aber das ist jetzt eigentlich auch egal, ne? Also Druck ist ja drin, aber Temperatur nicht. War da denn vorher? Nee, das haben wir dann mal ersetzt, Temperatur gegen Druck. Ach so. Aber ja, eigentlich, also wir haben ja pro Zylinder eine, das interessiert uns doch eigentlich nicht, was im Lader noch ist. Also Not schieben wir so von oben einfach durch, ne? Stimmt. Ist die ASO auch einfacher, ne? Ja, nee. Theoretisch ist wichtiger, was aus dem Zylinder kommt, weil der Turbolader dahinter ist ja scheißegal, ne? Ist einfach zu tauschen als Motor. Ja. Wobei, da drin ist ja mehr los als dann noch als hier vorne, ne? Oder ist da hinten schon kälter? Das kommt auf den Turbolader drauf an. Okay.
Also mit 5 Bar im Krümmer wird hinten mehr los sein als vorne. Ja, wenn ich hoffe sich da, nicht, dass jetzt wenn sich da so krass staut. Aber nee, stimmt, wir hatten bei dir den wärmsten Zylinder genommen von den 6. Als Regelwert. Mhm. Ja, die Gewinde waren jetzt da drin, die nehmen wir auch wieder. Ich schließe die an, die Maxi-CU kann die ja auch. 8 Stück oder was kann sie, ne? Wobei wir theoretisch... Oder zählt der extra? Oder kann sie 8-mal Temperatur? 8-mal Temperatur. Also Wasser und Ansaugluft, dann sind sie alle 8 voll. Nee, nee, sie kann 8-mal Typ K. 8-mal Typ K, okay, ja, das reicht ja. Genau, aber ich vermute mal, dass wir Ansaugluft nicht über Typ K machen, sondern nee, dass da so ein herkömmlicher Sensor hier unten. Ja, da ist gar keiner drin, aber da kommt der Originale einfach wieder. Ah, da wo auch wieder so viel Platz ist. Ja, aber das kann man jetzt auch nicht umspeisen. Was, an der Brücke? Von unten ist doch... Oh, ich schweiß doch nicht an der Hüllebrücke rum. Ja, aber von unten ist doch Wurst. Wobei, die sind hier. Nee, nee, hier ist Platz, das passt. Passt, ne? Hier sind die Sensoren. Ja, alle 3, 4 Löcher. Die Hälfte brauche ich eh nicht davon. Bremskraftverstärker gibt es keinen. Ja, dann müssen wir mit Rail gucken, Spritversorgung gucken. Bisschen gebastelt wird's noch. Easy. Feierabend. Ja, ich würde sagen, genug für heute. Genug geschafft in dem Video. Später haben wir es eins. Man könnte sagen, das Plug and Play VR Tour. Ball on Kit ist ready. Stock Location würde Paul jetzt sagen, ne? Bei ihm war es ja jahrelang Stock Location immer. Genau, Stock Location. Stock Front. Die Lade ist Stock Location, ja, ja. Stock Front. Stock Front. Kann hier wieder losgehen. Alles klar, danke fürs Zuschauen, gute Nacht. Ciao. Bis zum nächsten Mal.